Das Areal sollte nicht von Dauer auf dem Bestand sein. Es steht zu befürchten, dass der Einfluss der Kunari nicht mehr eingedämmt ist. War er das je? In Kirkwall gibt es schon genug Spannung zwischen Templern und Magiern. Aber diese Kunari, sie sitzen da wie Statuen, warten auf der Erbauer weiß was und jeder in ihrem Umfeld wird verrückt. Fast 4 Jahre lang stand ich zwischen Fanatikern. Und jetzt das. Macht es nicht so spannend. Ihr könnt gehen. Meredith an meiner Kehle, Orsino an meinen Fersen und eine Stadt voller Furcht vor ketzerischen Riesen. Das Gleichgewicht blieb nur gewahrt, weil die Kunari keine Forderungen stellen. Selbst der Platz in der Unterstadt war ein Geschenk, um sie unter Verschluss zu halten. Aber jetzt hat der Arishok namentlich nach euch gefragt. Was habt ihr getan? Ich kann nichts dafür, wenn ich einen Eindruck hinterlasse. Offenbar nicht. Ich erinnere mich, wie ihr meinem Sohn geholfen habt. Es ist euch wohl beschieden, Einfluss auf euer Umfeld zu haben. Redet mit dem Arishok. Macht ihm Zusicherungen, damit er den Frieden bewahrt. Würdet ihr das für Kirkwall tun, Sarah Hawk? Ich habe gesehen, dass sie gehasst werden, aber es ist seit Jahren nichts Größeres mehr vorgefallen. Eiferer sind dort am mutigsten, wo ihre Lügen nicht auf Gegenrede treffen. Hinter verschlossenen Türen. Die Führung der Kirche betrachtet den Glauben der Kunari als Herausforderung, nicht als Angriff. Aber unter normalen Anhängern geht das bisweilen etwas unter. Ich bin jedenfalls außerstande, diffizilere Glaubensfragen erschöpfend zu erörtern. Ihr habt bestimmt bessere Redner unter euren Leuten. Die allesamt oftmals abgewiesen wurden. Nein, diese Anfrage war überaus spezifisch. Der Arishok wartet auf euch. Der Zusammenbruch ist unvermeidlich. Ich weiß es. Seid gegrüßt, Sarah. Der Zusammenbruch ist unvermeidlich. Ich weiß es. Guten Tag, Sarah. Wir müssen Ihnen bis morgen Antwort geben, Hauptmann. Ich kümmere mich darum. Wegtreten. Der Truchsess hat ausdrücklich gesagt... Oh. Wegtreten. Man möchte meinen, der Hauptmann der Wache könnte ein oder zwei Templer requirieren, aber nein, das wäre entwürdigend. Sie dürfen nicht für das Volk arbeiten. Schließlich braucht die Ewigkeit ein Kindermädchen. Ihr musstet wissen, dass es schwierig sein würde, diese Sache wieder in Ordnung zu bringen. Es geht nicht um die Herausforderung, sondern darum, dass es nie aufhört. Und ich gebe euch die Schuld daran. Ihr habt Geld in einen Topf gesteckt, der bereits voll war. Alles hat sich verschoben. Tolle Leistung, die Ängste aller in Kirkwall, die Ferelden ablehnen, weiter zu schüren. Nörgelt so viel ihr wollt, aber die Evelyn, die ich kenne, bereut keine Sekunde als Hauptmann. Sie müssen mich von hier wegtragen. Und einige stehen sicher schon Schlange, um es zu versuchen. Ich wette, ihr seid auch dabei. Ich hatte kaum noch Zeit, euch zu folgen. Nicht, dass es nötig wäre. Ich vertraue darauf, dass ihr zumindest versucht, anständig zu bleiben. Ich bin da, wenn ihr mich braucht, Hawk. Ihr müsst es nur sagen. Oh, da seid ihr ja. Ich habe schon überall nach euch gesucht, Messer. Ich wünschte, ihr Menschen würdet nicht alle gleich aussehen. Ich wurde wegen wichtiger Angelegenheiten in die Feste gerufen, Bodan. Ja, ich hatte gehofft, euch noch vor eurer Ankunft einzuholen. Ich bin hier, um euch dies zu übergeben.
Das ist der restliche Erlös aus dem Schatz, den ihr in den tiefen Wegen gefunden habt. Wie es aussieht, hat euer Freund Varric wohl doch noch einen Käufer dafür gefunden, nicht wahr? Das war gute Arbeit. Ihr seid also nur hierher gerannt, um ihr das zu geben? Ich wollte einfach nicht für so viel Geld verantwortlich sein. Allein diese Börse bei mir zu tragen, hat mich schon unruhig gemacht. Bevor ich gehe, dürfte ich euch noch kurz sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass ihr es meinem Sohn gestattet, in eurem Haus zu bleiben. Ich sagte, ich würde mich dafür revanchieren, dass ihr Sandal das Leben gerettet habt, und ich werde euch treu dienen. Es tut gut zu wissen, dass er in Sicherheit ist. Lasst mich raten. Das war die Idee meiner Mutter, richtig? Jetzt, wo ihr es ansprecht, ja. Ich überlasse euch dann mal wieder euren Abenteuern. Eure Mutter bittet euch allerdings, ins Anwesen zurückzukehren, sobald sich euch die Gelegenheit dazu bietet. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Es gibt in letzter Zeit in Kirkwall so viele Schwierigkeiten. Ihr habt es hier wirklich gut getroffen. Es war harte Arbeit, hierher zu kommen. In der Tat. Aber mehr Geld kann dennoch nie schaden, nicht wahr? Sagen wir mal, falls jemand vielleicht Arbeit für euch hätte. Ich bin ganz Ohr, Evelyn. Wo liegt das Problem? Mir ist da jemand ein Dorn im Auge. Er erfindet irgendwelche Probleme und macht den Leuten Angst. Erinnert ihr euch an Emmerich? Den Templer? Er will eure Hilfe und eine Art offizielle Billigung. Eine offizielle Billigung? Seiner Ermittlungen. Er ist davon überzeugt, dass alle möglichen Morde der letzten paar Jahre miteinander zusammenhängen. Und er will einfach keine Ruhe geben. Ihr denkt also nicht, dass man der Sache nachgehen sollte? Das habe ich getan. Er hat sogar einen meiner Leutnants dazu überredet, das Dupuis-Anwesen zu durchsuchen. Da war nicht das Geringste. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Hintern ich anschließend küssen musste. Dieser verfluchte Freizeitermittler. Warum kann er seine letzten Jahre nicht einfach damit verbringen, ein Boot zu bauen oder sowas? Es dürfte doch nicht allzu schwierig sein, zu beweisen, ob es Leichen gibt oder nicht. Kirkwall ist nicht unbedingt der sicherste Ort. Das heißt aber nicht, dass alles Schreckliche, was geschieht, miteinander zusammenhängt. An der ganzen Geschichte ist einfach nichts dran. Unmöglich. Ich soll den alten Knaben also zum Schweigen bringen. Schon verstanden. So würde ich das niemals sagen. Und falls sich doch etwas Brauchbares ergibt, werde ich der Sache auch nachgehen. Aber ich bin auch zufrieden, wenn er einfach nur Ruhe gibt. Ihr findet ihn in der Galgenburg. Und danke, Hawk. Ich weiß das zu schätzen. Na sowas. Eine halb verbrannte Seite aus Enders Manifest. Ich mag das Hündchen. Sieht nach einer angeregten Unterhaltung aus. Vielleicht hat Sandal ja damals im Lager des Helden von Ferelden ein paar Brocken Mabari-Sprache aufgeschnappt.
Es ist seltsam, wieder hier zu leben. Im Haus meiner Kindheit, das jetzt meinem eigenen Kind gehört. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, als ich als kleines Mädchen aus diesem Fenster geblickt habe. Ich bin dir noch immer dankbar, dass du das Geld aus deiner Expedition verwendet hast, um das Anwesen zurückzukaufen. Jetzt fühle ich mich wieder wie eine Amel. Fang aber bitte nicht an, hochtrabend zu werden, in Ordnung? Versprochen. Wenn ich in Ferelden eines gelernt habe, dann, dass gute Menschen ebenso in einer Hütte wie in einem Palast geboren werden können. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich nach so vielen Jahren als Frau eines Bauern merkwürdig an, nichts zu tun zu haben. Ich habe Carver bei den Templern besucht. Er ist so stolz auf seine neue Ritterschaft. Ich schätze, jetzt muss ich nur noch für dich einen angemessenen Gemahl auswählen.